Pferderennen. Havanchita, der Geheimnismann, hatte den Angehörigen der Bärenbande verboten, nach ihm zu suchen. Gleich, ob er den Zelten zeitig folgte oder ob er Tage, Wochen, Monate fernbliebe. Niemand sollte nach ihm Ausschau halten. So hatte er gesagt. Die Bärenbande gehorchte dem Willen des Zauberers. Selbst die Späher wagten kaum nach der Richtung hin zu Kundschaften, aus denen der heimkehrende Havanchita erwartet werden konnte. Es machte sich auch keiner ernstlich Sorgen um ihn. Was immer gesagt oder gedacht werden mochte, die Bärenbande hatte Antilopen und Büffel gefunden. Die Zelte waren reichlich versorgt und blieben vom Feinde unbehelligt. Wie die Späher meldeten, hatte sich das große Kriegslager der Pawnee wieder aufgelöst, und die einzelnen Trupps waren zu ihren Zeltdörfern zurückgekehrt. Bei den Tipi am Pferdebach war man auch ohne Krieg und große Jagd von früh bis spät beschäftigt. Die Frauen und Mädchen, alt und jung, hatten das Büffelfleisch sortiert und zurechtgeschnitten. Sie vergruben große, in Leder eingeschlagene Fleischpakete in der Erde, um das Fleisch kühl und frisch zu halten. Sie schnitten Fleischstreifen und hängten sie an getrockneten Büffeldärmen, die wie Wäscheleinen ausgespannt waren, zum Trocknen auf. Sie spannten die frischen Häute, schabten die Fleischreste davon ab und bereiteten sie zum Gerben vor. Die alten Männer und Knaben schnitzten aus den Knochen Pfeil- und Speerspitzen. Aus Horn wurden Löffel gemacht. Einige Krieger erneuerten ihre Bogensehnen aus den neu gewonnenen Büffelsehnen. Vor dem Zelt Matutaupas waren Unchida, Shishoka, Winona, Haka und Habstena mit der gleichen Arbeiten beschäftigt. Sie hörten dabei die Gesänge und sahen die Tänze der jungen Krieger auf dem von den Füßen der Tanzenden bereits festgestampften Platz vor dem großen Beratungszelt. Staub und Sand, von den Büffeln und Jägern aufgewirbelt, hatten sich längst gelegt. Das zerstörte Gehölz begann sich zu erholen. Geknickte, aber nicht gebrochene Bäumchen reckten sich wieder, Gesträuch richtete sich auf und auf der Wiese sprossen neue Gräser, neue Blumen. Das Leben ging weiter. Des Abends duftete es in den Zelten nach Büffelfleischbrühe und röstenden Büffellenden. Die Männer, Frauen und Kinder aßen sich alle Tage satt und sahen nicht mehr so abgemagert aus. Dick wurde allerdings keiner der Dakota, denn das Büffelfleisch hatte im Frühjahr kein Fett an sich, und die eine Mahlzeit, die die Männer am Tag zu sich nahmen, und die zwei Mahlzeiten der Frauen und Kinder reichten aus, um große, schlanke, wohlgebildete Körper zu erhalten, aber nicht, um sie zu runden. Nachdem die wichtigsten Arbeiten zur Verwertung der großen Jagdbeute geleistet waren, blieb den Jungen der ganze Tag für Sport, Spiel und Kleintierjagd. Harka holte die jungen Hunde zu Wettlauf und Pferderennen, Übungen im Schießen mit Pfeil und Bogen, im Handhaben der Keule und im Messerwerfen. Die Jungen beschlichen und überraschten sich gegenseitig. Abends saßen sie im Zelt bei den Vätern und großen Brüdern und hörten die Jagd- und Kriegsgeschichten, die spannend waren und aus denen sie lernen konnten. Sie lauschten auch auf die uralten Sagen von der Ahne der Bärenbande, der großen Bären, deren Sohn ein Mensch gewesen sein sollte. Wenn es schon düster war im Zelt und das Feuer verglomm, sagte Unchida den Kindern, dass die große Bärin noch lebe, irgendwo, und dass sie heilig sei für die Krieger der Bärenbande und nicht getötet werden dürfe. Harka und die anderen jungen Hunde fanden sich des Abends auch schon zu schweren Proben jener Selbstbeherrschung zusammen, die ein Krieger besitzen musste. Sie ließen sich um das Feuer in Matutaupas Tipi nieder und legten sich selbst kleine, glühende Späne auf die Hand, um zu erproben, wer den Schmerz der Brandwunde am gleichgültigsten und am längsten ertragen könne. Haka hielt jede gewünschte Zeit aus. »Shonka kann das nicht so lange«, sagte auf einmal irgendeiner der Jungen. Da war er wieder, dieser Name, Shonka. Haka zuckte nur gleichmütig, überlegen, mit den Mundwinkeln und ließ sich den Span bis ins Fleisch brennen. Das war der 12. Sommer, den Haka erlebte. An einem dieser sonnigen Tage fand Matutaupa des Morgens seine beiden Jungen bei den Pferden. Haka hatte am Tag vorher ein Pferderennen verloren. Er war mit seinem Lieblingspferd, dem Schecken, nur Zweiter geworden. Es lag nicht darin, dass er ungeschickt abgekommen oder nachlässig geritten war. Das andere Pferd war das bessere gewesen. Dieses Siegerpferd gehörte auch einem der jungen Hunde, dem Sohne Chotankas, eines angesehenen Kriegers.
Es war eben erst herangewachsen, nicht viel mehr als ein Jahr alt und voller Kraft und Temperament. Hakas Schecken war 10 Jahre alt. Er ging ruhig, sicher und schnell. Aber er war nicht mehr der Schnellste. Haka musterte die Pferde, die zum Häuptlingszelt gehörten, mit gerunzelter Stirn. Matutaupa beobachtete die Kinder einige Zeit stumm, dann trat er an die beiden heran. »Hab's denner«, sagte er zu dem Jüngeren. »Welches Pferd würdest du reiten, wenn du dir aus unserer Herde auswählen dürftest, welches du willst?« Habsdenner lächelte verlegen und schaute zum Vater auf, wie dieser das wohl meine. Habsdenner war gewohnt, dass der Vater in allem und jedem Haka zuerst fragte und berücksichtigte. Und da Haka zweifelsohne der kühnste und gewandteste aller Knaben im Dorf war, schien das selbstverständlich und unvermeidlich. Habsdenner hatte sich besonders nach seiner Krankheit daran gewöhnt, zurückzustehen. Darum war er jetzt über die Frage des Vaters verwundert und wusste nicht recht, was er daraus machen sollte. »Es ist so gemeint, wie ich sagte«, ermunterte ihn der Vater. Habsdenner zögerte immer noch. »Soll ich die Wahrheit sagen?« fragte er dann leise. »Ein Dakota lügt nie, das weißt du, Junge.« »So will ich es sagen. Am liebsten von allen Pferden möchte ich den Schecken meines größeren Bruders Haka Wolfstöter reiten.« »Obgleich er gestern nur der Zweite geworden ist?« fragte der Vater. »Ja, eben darum«, antwortete Habsdenner fest. »Willst du mir das erklären?« »Ja, Vater, das will ich. Der Schecken ist ein gutes und erfahrenes Pferd. Ich liebe ihn sehr.« Habsdenner ging zu dem Mustang und strich ihm über die Nüstern. Und mit Verwunderung sahen Matutaupa und Haka, wie das Tier den Kopf zu Habsdenner neigte, als erwidere es die Zuneigung. »Haka ist ein guter und harter Reiter«, sprach Habsdenner weiter, nun sicher geworden. »Aber das Scheckentier wird älter, und es kränkt sich sehr, weil es gestern das Rennen verloren hat. Haka hat es im Rennen mit der Peitsche geschlagen, obwohl er wissen musste, dass das Tier so schnell lief, wie es konnte. Es war traurig, als es wieder zur Herde kam.« Haka hörte zu und senkte die Augen. Er schämte sich, denn er wusste wohl, dass der Ehrgeiz in ihm die Vernunft erstickt hatte. »Und ich habe das Pferd getröstet, und es liebt mich«, fuhr Habsdenner fort. »Ich möchte es haben. Was tut Haka mit einem Mustang, der nicht siegen kann?« Haka stieg langsam das Blut in die Wangen. Die Worte Habsdenners klangen so, als habe er sagen wollen, »Und was tut Haka mit einem jüngeren Bruder, der schwächlich ist?« »Nein«, sagte Haka Steinhard Wolfstöter nun, ohne gefragt zu sein. »Habsdenner soll nicht dieses Pferd haben, weil es für mich nicht mehr gut genug ist. Sag ihm, Vater, dass er sich ein anderes wählen möge.« »Mein Wort gilt«, erwiderte Matutaupa ernst. »Habsdenner entscheidet.« Haka schaute zur Seite und kämpfte mit sich selbst. »Ich möchte den Schecken«, wiederholte der Jüngere. »So gehört es dir, mein junger Sohn.« Habsdenners schmales Gesicht strahlte auf. Er streichelte dem Schecken den Hals. »Und nun du, Haka«, sprach Matutaupa, »du musst jetzt ein neues Tier haben. Welches wünschst du dir?« »Ich hatte 3 Pferde, Vater, und nun habe ich noch 2. Das genügt.« Haka sagte das kurz und presste dann die Lippen aufeinander, weil er alles, was er sonst noch dachte, nicht aussprechen wollte. »Haka, mit den 2 anderen Mustangs, die dir jetzt noch bleiben, wirst du im nächsten Rennen der 3. oder 4. werden.« »Das mag sein. Ich werde mich künftig zu beherrschen wissen, auch wenn ich nicht siege.« Es fiel Haka unsagbar schwer, diese Worte vor den Ohren Habsdenners auszusprechen. Er sprach sie, aber sie klangen hart. Der Vater sah ihn nachdenklich an. »Du wirst wieder 3 Pferde haben«, sagte er schließlich. »Ich will es so.« »Dann bestimm du, Vater, welches künftig das 3. sein soll.« »Nun gut, kommt.« Die beiden Jungen gingen mit dem Vater durch die Herde. Matutaupa blieb vor dem Grauschimmel stehen, der Haka durch die fliehende Büffelherde getragen hatte. »Hier, Haka Wolfstöter, Büffelpfeifersender. Dieser Mustang wird dein 3. sein. Diesen hast du gut geritten.« »Vater!« »Was ist?« »Es ist dein 2. bestes Pferd. Wie willst du es entbehren?« »Du bist mein Sohn. Nimm es.« Haka trat an das Tier heran und legte die Hand auf den Rücken des Pferdes. »Es wird nicht mehr lange währen, Haka, bis du uns auf die Büffeljagd zu begleiten hast.« »Ja, Vater.«
Haka sprach trotz der Anerkennung, die er hier erhielt, noch immer gehemmt. Seine Worte klangen, als ob sie Kanten hätten. Aber der Vater gab kein Zeichen, dass er das bemerkte. Er sagte nur, »Benutzt den Tag heute, um eure neuen Pferde auf euch einzureiten.« Dann ging er. Die beiden Jungen gehorchten. Jeder machte das ihm zugesprochene Tier los und ritt in die Prärie hinaus. Aber die Brüder ritten nach verschiedenen Richtungen.